Heute spielen wir Five Nights at Freddy's, aber es gibt einen Haken. Jedes Mal, wenn ich im Spiel sterbe, muss ich zum nächsten FNAF-Game wechseln. Das Ganze machen wir von FNAF 1 bis hin zu FNAF 6. Die Idee für dieses Video habe ich von Hoshi Husky, also schau doch gerne da mal vorbei und lass ein Abo da. Alles klar, legen wir los. So, da wären wir in Five Nights at Freddy's 1 und wie man am Menü vielleicht schon sieht, bin ich ein bisschen geübt an dem Spiel. Aber es kann immer was falsch laufen, deswegen schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. New Game, let's go. Im Game, wo alles angefangen hat. Hoffen wir, dass es kein kurzer Besuch wird heute. So, da sind wir. Oh, hey, Una. Phone Guy, dich brauche ich jetzt gar nicht. Adios. Hier sind wir in der allerersten FNAF Office. Und das Erste, was man in jedem Game machen muss, ist... Und hier sind sie, die drei Hauptantagonisten. Die kleinen Racker, die Süßen. Hoffentlich beendet ihr das erste Game nicht schon bei Nacht 1. Das wäre natürlich sehr peinlich für mich. Das Ziel von FNAF 1, für die, die jetzt nicht wissen, was genau hier abgeht. Wir sind quasi ein Nachtwächter in dieser Pizzeria und haben links und rechts jeweils zwei Knöpfe. Einer für Licht und einer für eine Tür. Die sollen wir auch entsprechend nutzen. Heißt, wenn wir im Licht hier jemanden im Gang stehen sehen, müssen wir sofort die Tür zumachen, damit wir geschützt sind. Und mit den Kameras können wir ein bisschen im Auge behalten, wo die Roboter sich rumtreiben. Das ist so das Hauptkonzept einfach. Wir haben die drei auf der Hauptbühne und hier hinterm Vorhang chillt noch Foxy. Ich denke mal, das Hauptkonzept sollte den meisten bekannt sein von Five Nights at Freddy's. Das Game hat schließlich auch schon mehr als 10 Jahre auf dem Buckel. Aber Nacht 1 ist tatsächlich nicht mal so ereignisreich, deswegen werden wir noch ein bisschen warten müssen. Oh, 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 da passiert was. Stopp, aufhören. Wir haben es erst 2 Uhr morgens. Wir müssen bis 6 Uhr aushalten und die bewegen sich jetzt. Bonnie ist weg, der chillt hier in der Dining Area. Okay. Wo kommt das her? In keiner Cam, wo ich reingehe, wird es lauter. Wo kommt diese Musik her? Weiß man das? Ist das irgendwie in der Lore bestätigt, woher diese Musik kommt? Das ist ein geheimer Raum, wo man nicht rein kann? Jo, was... was ist denn das? Oh, da steppt jemand. Stopp. LOL! Das waren gerade 2 Rare Screens hintereinander. What? Noch einer! What? Die schauen uns an. Bonnie steht in der Cam, schaut uns an. Und das hier. 3 Stück. Noch ein viertes irgendwo? Nee. Das wäre crazy. Das ist crazy. Das ist crazy luck. Wenn jetzt noch Golden Freddy kommt bei der nächsten, das ist... Damn! Dann akzeptiere ich aber meinen Tod, wenn Golden Freddy kommt, ganz ehrlich. Ich sollte vielleicht echt mal sparsamer mit dem Strom sein. Ich chill die ganze Zeit in den Camps. Wir haben 4 Uhr morgens, 34%. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, den habe ich gehört. Der ist direkt vom Raum an die Tür. Das macht er manchmal. Oh nein, jetzt geht er da nicht weg. Er hat doch keinen Strom mehr, Minion. Ja, wobei 10%, wollte gerade sagen. Okay, erste Nacht, kein Problem. Zweite Nacht wird wahrscheinlich auch kein Problem sein. Mal gucken, wie es weitergeht. Zweite Nacht. Man überschätzt diese Power manchmal. Man denkt, man hat viel, aber man hat in Wahrheit einfach gefühlt gar nichts davon. Jo, ich höre schon die Steps, die ersten. Wir haben es 1 Uhr morgens erst. Jesus! Jesus! Was? So schnell? Damn. Er hat kurz einen Sprint gemacht vom Supply Room oben an meine Tür. Warum kann man diesen Lüfter nicht ausmachen? Der verbraucht doch so viel Strom. Das ist dieser grüne Balken. Wenn der Lüfter nicht wäre, dann würde man so viel Strom sparen. Hab ich Chica gehört? Was höre ich? Ich höre irgendwas. Irgendwas bewegt sich. Aber es bewegt sich trotzdem auch gleichzeitig gar nichts. What the fuck? Oh, doch, die hat sich bewegt. Alter. Bonnie ist im Gang. Chica ist an meiner Tür. Hohohoho. Gerochen habe ich's. Kein Sound, wenn du von der Tür weggehst. Das ist... Oh. Hoser. Hier, Bonnie ist im Gang. Foxy guckt raus. Ja, das ist true. Ich habe nicht so oft auf Foxy geschaut die Nacht. Ja, da kommt er. Chica noch da. Nein, es sind beide da. Nein, mein Strom. Digga, Chica, du stehst da schon viel zu lange. Oh. Oh, danke, Bonnie. Puh, Alter, ohne Sound schon wieder. Rare Screen schon wieder. Jetzt wird's aber, jetzt haben sie mich ein bisschen genommen mit diesem Double Door Attack da. Das hat meinen Strom ordentlich runtergezogen. 6 Uhr! Hallo! Bitte! 6 Uhr! Ja! Ich glaube, die Animatronics wissen, was für eine Challenge ich mache. Das ist nicht gut. So, nach 3. Jetzt geht der Real Shit los. Wir warten erstmal ein bisschen. Ach nö! Halt's Maul! Stressig. Rare Screen! Wir hatten zweimal den Bonnie Rare Screen, wo er den hier macht. Andere Leute suchen und flippen die Kameras, um den zu bekommen. Wir kriegen ihn zweimal, ohne dass wir ihn wollen. Warum Freddy? Hallo? Auf einmal alle weg. Jesus. Okay, Freddy will sich zeigen. Ich dachte, der kommt hier in der Nacht nicht bis 4 Uhr oder so. Er jumpt bei 2 Uhr schon von der Stage runter. What the fuck? Ach, jetzt kein Scheiß. Genau das meint... Alter, er ist erschienen, während ich das Licht anhatte. Alter, ich check gar nichts. Schon wieder? Wie oft kriegen wir den, Alter? Hä? Kriegen wir doch Golden Freddy. Scheiß mal auf ihn hier. Oh, da! Hier ist der Eck, rechts an der Seite. Weinende Kinder. Lol, hier, guck mal. Das habe ich noch nie selber in-game. Hier, lol, noch ein. What? Wir kriegen jedes einzelne Easter Egg. Was war denn das jetzt?
Kannst du bitte weggehen, Bonnie? Ey, nein, scheiße, 4%, 3%. Bonnie, bitte! Geh weg! 1%! Nein! Bro, nicht in 8-3 wegen Strom, Bro! Please! Ja! Alter! Bro, wenn das ist nur nach 3. Was machen die mit... Ich will nicht wissen, was die nach 4 mit mir machen wollen. What the fuck? Wo ist Bonnie schon wieder hin? Ist er oben? Ah, der ist oben, okay. Chill, Foxy! Sorry, aber Foxy ist der Letzte, an dem ich heute sterbe. Waren da schon wieder weinende Kinder? Digga, schon wieder... Was ist mit den Secrets heute los? Hallo? Ich habe so ein doofes Gefühl bei Nacht 4, weil Foxy jetzt schon gefühlt halb raus. Der ist schon komplett raus. Guck ihn an, der ist ready zum Rennen. Ready for... Schon wieder! What? Was ist denn heute los? Das ist crazy, wie viele Rare-Screens wir bekommen, Alter. Was? Ist das ein Weltrekord oder sowas? It's me und das hier. Hallo? What? Das ist geisteskrank. Wie oft wir diesen Screen heute gesehen haben. Wo sind die alle? Oh, okay. Damn, der war jetzt schnell. Scheiße, 3:38? Was tue ich? Das ist hinten und vorne nicht geil, dass Freddy an der Tür chillt. Hallo, geh weg. Bitte, Alter, nein. Wie ist Bonnie noch immer da? Junge, reicht doch. Hä, Freddy ist nicht da? Och, nö. Bonnie, bitte geh weg. Irgendwer von euch beiden muss jetzt weg. Danke, oh mein Gott. Also wenn ich das irgendwie geklatscht bekomme, dass Fox jetzt nicht nochmal rennt gleich, bin ich der Goat. Scheiße, Mann, das wird so nichts. Oh Gott, ich habe ein ganz blödes Gefühl bei der Sache hier. Ja, Fox ist gerannt. Nein, bitte nicht. Hey, Foxy könnte mich killen. Foxy könnte mich jetzt killen. Ich weiß nicht, ob er schon gerannt ist. Oh nein. Bitte nicht! Komm schon! Oh Mann! Dann hätten wir nur 3 Nächte geschafft, Bro. Bitte nicht! Mach lang! Lass dir Zeit, Freddy, Boo! Ah! Komm schon! No way! Bro, was? Okay, Nacht 5, wir haben 4 geschafft. Ja, also jetzt ist vorbei. Mit meinem Glück, was den Strom angeht. Ich bin selber schuld, ich suche die ganze Zeit Secrets. Jetzt wird es ein bisschen vertryhardeter hier. Jetzt muss ich mich ein bisschen besser konzentrieren, dass ich meine Abfolge jedes Mal richtig mache. In Nacht 5 muss man noch nicht die ganzen 2020 Strats rausholen hier. Oh Gott, Freddy ist chillt rechts. Ja, ich habe so ein Gefühl, dass ich ein bisschen fummeln werde, weil ich habe das Game auch länger nicht gespielt. Zumindest länger nicht hier in den hohen Nächten. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Wir haben letztens auf Twitch erst gespielt. Dachte es mir schon, das Licht rechts war irgendwie komisch. Ich habe gerade fast die Cam gewechselt aus Reflex, Alter. Damn. Okay, Foxy chillt. Er kommt nicht raus. Er traut sich nicht. Jetzt will sie aber. Oh ja. Oh, das ist gar nicht gut für den Strom gerade. Scheiße. Foxy guckt auch erst einmal raus. Das ist gut. Sollte Freddy nicht eigentlich weggehen, wenn ich seine Tür zumache und dann die Cam wechsle? Warum chillen die gerade so über? Es kam übel lang keiner mehr jetzt. Ah, wir haben 10%, aber 5 Uhr. Ich habe jetzt nicht ganz im Blick, wann das auf 5 Uhr gewechselt hat. Oh mein Gott, Foxy rennt fast. 1%? Ey, als ob. Komm schon! Yeah! Digga, wie kommen wir so weit? Ich will doch gar nicht... Oh Mann, das wird so lang dauern zu schneiden, Alter. Oh, hey, oh no. Geld. Ja gut, ne? Erste 5 Nächte durch. Weiter geht's mit 6er Nacht. Bin ein bisschen sloppy gerade. Bin auf jeden Fall ein bisschen langsamer als in der letzten Nacht. Was aber bis jetzt okay ist, weil irgendwie kommt hier keiner. Ich hab's gejinxt. Scheiß auf. Scheiß auf mich. Oh mein Gott. Oh Gott, Foxy schaut raus. Oh ja. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich einfach sterben werde, weil ich irgendwann den Knopf bei Bonnie einfach nicht treffe. Ich sehe es von meinem geistigen Auge, wie es passieren wird. Gerade wäre es fast passiert. Ich habe gerade fast die Cam geflippt, ohne die Tür zu schließen. Das wäre es natürlich dann komplett gewesen mit mir. Wieso geht Freddy nicht von der Tür weg, wenn das Ding zugeht? Wenn seine Tür zugeht und ich aus der Cam rausgehe. Aber noch nichts Weltbewegendes, Schlimmes, was jetzt den Strom angeht. Die sind alle, wenn sie da waren, immer relativ schnell wieder weggegangen. Oh ja. Bro, Chica will einfach nicht... angreifen. Kann sie gern so belassen. Also, ich schwör mich nicht. Jetzt kommt sie nochmal. Komm, versuch's nochmal. Oh mein Gott! Das ist crazy. Wie habe ich das überlebt? Oh nein, mein Strom sagt ein bisschen sehr nein gerade. Okay, alles gut.
Jetzt kommt's aber ein paar Mal hintereinander, das Hühnchen. Boah, Bonnie ist ein Ehrenmann, der geht immer sehr schnell wieder weg. Stromtechnisch sieht's gerade nicht so knackig aus, bin ich ehrlich. Muss aber gleich nochmal einen Foxy-Check machen, bevor ich hier aufhöre. Oh nein, warum jetzt, Bonnie? Warum jetzt? Jetzt war 1%. Scheiße. Wobei, es war lang genug 5 Uhr. Hab ich gerade die ersten 6 Nächte First Try geschafft? Na, wo, ich hab's wahrscheinlich gejinxt jetzt. Freddy macht jetzt einen ultraschnellen. Siehst du, okay. Digga, ich will nicht, dass dieses Video nur aus FNAF 1 besteht. Hallo? Bro, 6 Nächte First Try. Hallo? Na, dann bleibt uns jetzt wohl nur noch eine Sache übrig. Und zwar die Custom Night. Okay, 2020 it is. Also ich sag, spätestens hier wird's mich nehmen. Wenn ich den jetzt auch first trye, dann weiß ich auch nicht. Dann ist irgendwas falsch mit mir. Dann habe ich die Challenge einfach komplett gewonnen. Dann ist die Challenge einfach zu einfach. Es ist zu schwer für mich zu sterben. Das ist crazy. Okay, 2020, let's go. Oh ja. Oh ja, ich riech schon, wie das stinkt. Oh Gott, oh Gott. Alter. Digga, Foxy rennt einfach gleich schon. What the hell passiert hier? Ah, was mache ich? Oh Gott, komplett am Fumbeln, Alter. Oh, wie lebe ich? Ach nö, Digga, Foxy rennt. Alter, Foxy ist einfach schon einmal gerannt, Bro. What the fuck? Was ist mit ihm? Was ist mit scheiß Foxy, Alter? Warum rennt der schon? Bin doch konstant am Camps flippen hier. Boah, ich werde so raussterben, ich sehe es schon. Shut the fuck up, dum-di-dum-dum. Oh Gott, ich bin so am Fumble ein bisschen, glaube ich. Aber ich glaube, ich mache die Strat ganz okay. Ich glaube, ich bin nicht mal so bad dabei gerade. Darf es nur nicht sloppy werden. Fox ist schon einmal gerannt, das ist nicht gut. Und das ist nur eine der Dinge, die nicht gut ist gerade. Mein Strom sieht nämlich hinten und vorne nicht gut aus. Foxy wird rennen und den ganzen Run beenden, sag ich. Oh mein Gott! Oh, was... Ey, Bro, das könnte gut... Das könnte hinkommen. Das könnte hinkommen. Wenn Freddy gönnt, könnte das hinkommen. Wenn Freddy gönnt, könnte das hinkommen. No way! Bro, meine Challenge war eigentlich, das Game zu wechseln, wenn ich sterbe. Was mache ich? Ich first try 100% das erste Spiel. Ich bin nicht gestorben. Erste 5 Nächte geschafft. 6. Nacht geschafft. 20 Mode first try geschafft. Ich habe alles. Hä? Ich bin sprachlos. Naja, es gibt jetzt nur noch einen Weg, wie wir sterben können, um ins nächste Game zu wechseln. Denn ich meine, FNAF 1 haben wir komplett durchgespielt. Wenn man nämlich bei der Custom Night 1987 eingibt und dann auf Ready drückt, dann passiert etwas, was bis jetzt noch nicht passiert ist, weil ich einfach alles durchgespielt habe, nicht gestorben bin. Aber wenn wir bei 1987 auf Ready drücken... Und das Game crasht. Und mein Screen ist schwarz. Egal, auf zu FNAF 2. So, endlich ins neue Game geschafft. Ich bin wirklich immer noch geflasht, dass ich FNAF 1 Flawless First Try erst geschafft habe. Aber hier sind wir. FNAF 2, neues Game. Let's go. Mal schauen, wie weit wir hier kommen. Außerdem ist FNAF 2 viel mehr RNG-based. Heißt, du brauchst hier ein bisschen mehr Glück, was die Animatronics angeht. Aber mal schauen, was passiert. Erste Nacht, let's go. Denn bei FNAF 2 ist es tatsächlich so, dass sogar die erste Nacht schon relativ crazy werden kann. Halt einfach, weil es halt wirklich komplett RNG-based ist. Das Hauptziel von FNAF 2 kennt man ja hier. Die Musikbox muss immer aufgewunden sein und wenn sie das nicht ist, dann kommt aus dieser Box hier ein Viech raus, was uns killt. Und halt, der Rest ist selbsterklärend hier. Die Viecher dürfen uns nicht bekommen. Die Viecher dürfen uns nicht bekommen. Das Viech sowieso nicht. Wir haben Schächte mit Lichtern und natürlich hier vorne den Gang mit dem Flashlight. Und natürlich hier oben das Poster. In der ersten Nacht dreht sich die Musikbox gar nicht weg sogar. What? Ich bin echt gespannt, wie die FNAF 2 Animatronics dann im zweiten Film aussehen. Also da bin ich echt, also auf den Film bin ich echt gehypt. Da bin ich echt gespannt, wie sie das machen und wie sie da die Story mit einbinden. Weil wir wissen ja, das Filmuniversum ist nicht wirklich komplett accurate zum richtigen Lore-Universum. Deshalb bin ich noch mal gespannter, was sie mit dem ganzen
Franchise in den Filmen machen. Was man jetzt FNAF 2 natürlich auch noch neu hat, ist die Maskenmechanik, um die Viecher abzuwehren. Das funktioniert bei allen, außer natürlich bei Foxy. Der kann durch die Maske durchsehen, weil er einfach die ultimative X-Ray-Brille trägt. Oh, lol. Was? Wie schnell? Okay, der ist jetzt sehr schnell dahin gekommen. Damn. Wo ist Bonnie jetzt auf einmal hin? Ah, da ist er. Komm mir nicht zu nah, sonst... Was habe ich hier? Ich bewerf dich mit Papierknüll. Oh, der Sound. Wo ist er? Ist er wieder da? Ja. Okay, sobald jemand am Schacht ist, kommt der Sound. Oder ist es... Oh, beide am Schacht. Jetzt wollen sie mich aber. Oh, Pech gehabt. So, Nacht 2, weiter geht's. Hell no. Dieses Scheißkind. Wo ist es hin? Oh, da ist er am Schacht. Wo Schacht? Oh, Chica am Schacht. Oh, oh. Jetzt wollen sie aber... Oh Gott, Foxy! Oh shit. Den muss ich da auch aufpassen, weil der kann mich killen, auch wenn ich die Maske auf habe. Oh, ich glaube, es ist Chica im Schacht. Nee, Balloon Boy! Wenn Balloon Boy im Schacht ist, wo ist dann Chica hin? Angst vor Balloon Boy. Wenn der plötzlich einfach auftaucht und ich zu schnell bin, dann... Oh, Freddy! Oh Gott. Und weg. Muss immer schön hören auf den Vent-Sound. Oh, ich treffe die Musikbox. Nee. Oi! Der erste Sound war Mangle. Das hat man gehört, weil erstens die Radiosounds weg waren. Aber für Chica wäre es viel zu früh gewesen, weil Mangle geht, glaube ich, irgendwie ist schneller von der Maske betroffen als Chica. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert mit der AI und dem Programming, aber irgendwie funktioniert Mangle da anders als Chica. Und Freddy ist immer übernah jetzt. Oh oh. Show yourself, boy! Oh mein Gott. Moin! Wo hast du Freddy hingemacht? Oh hey, oder? Mangle, geh weg. Besser ist das. Oh Gott, Freddy ist übernahe. Okay. Zweite Nacht. Solid. Ich habe so ein dummes Gefühl bei der dritten Nacht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas... Oh, stimmt. Ja gut, das brauchen wir nicht. Komm, raus hier. Nacht 3. Okay. Oh ja, da geht's schon los. Hoppa. Oh, moin, Foxy. Gehen wir aus dem Weg. Also wenn mich wer holt, dann wahrscheinlich irgendwer aus den Schächten. Aber wenn's Foxy ist, dann höre ich persönlich auf zu spielen. Alle drei noch da. Warum? Oh Gott, ich hab's gejinxt. Oh Gott, wer läuft rum? Irgendwer läuft rum. Irgendwer läuft rum. Wer läuft rum? Ich hab's selbst gehört. Get out of my way. So, wer hat jetzt hier Steps gemacht? Irgendwie. Oh! Chica und. Huh. Die sind beide weg. Jetzt geht's rund. Jetzt sind nämlich, glaube ich, alle aktiv. Also alle, die existieren im Game. Okay, müssen wir aufpassen. Ah, wollte gerade sagen, da ist er. Da ist er. Foxy mit den Händen oben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie bedeutet, dass er am Rennen ist oder dass er gerade irgendwie aggressiver ist als sonst. Aber er ist auf jeden Fall wieder weg. Okay, das ist sehr gut. Okay, Bonnie ist auch weg. Heißt, er wird wahrscheinlich bald mal wieder in den Schacht reingehen, nehme ich jetzt an. Und gleich sollte jemand kommen. Ja, da. Oh, okay, ich habe FNAF 2 ein bisschen im Blut. Aber die ganzen, also wenn es dann ultra schwer wird bei den viel späteren Nächten, da scheppert es dann komplett bei mir. Also was da die RNG bei mir alles macht teilweise, ist crazy. Mr. Only One Arm. Mr. One Arm No Face. What's up? Aber Chica und Bonnie sind beide unterwegs. Nur Freddy nicht. Der chillt noch auf der Mainstage. So, und gleich sollte es eigentlich auch auf 6 umschalten. Yes. Alter! Ich bin einfach der Goat. Ich habe im Gespür, wann die Nächte vorbei sind. So, Nacht 4. Könnte scheppern oder auch nicht. Wir werden sehen. Und es ist auch so, mit jeder Nacht geht die Musikbox schneller runter. Heißt, wenn ich jetzt kurz loslasse, ihr seht, die geht deutlich schneller runter als davor. Heißt, wir müssen immer häufiger wieder hier am Start sein. Ein bisschen wachsamer sein. So, wer ist schon weg? Keiner weg? Sehr gut. Oh, jetzt kommt irgendwas. Oh ja. Boom. Schade. Nicht genau auf das Ding, aber immerhin. Was ist denn los heute? Alle am Schlafen oder wie? Hä? So inaktiv heute. Das ist Nacht 4, hallo? Nacht 3 wart ihr tausendmal aktiver. Oh, okay, never mind. Auf einmal kommen sie. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Noch ein Balken im Flashlight, aber 5 Uhr, passt. Oh! Oh, war das zu wenig? War das zu spät? Das war nicht zu spät. Also wenn das zu spät war, weiß ich auch nicht. Das war perfectly on time. Ja, wollte gerade sagen. Oh ja, jetzt. Irgendwas passiert. Das ist 5 Uhr, gleich 6 Uhr. Wir dürften gleich wieder... Oh Gott, Balloon Boy. Oh, okay. Sehr gut. Alter, vierte Nacht. Damn, wir kommen hier sehr gut durch. Besser, als ich es haben wollte eigentlich. So, Nacht numero 5. Je höher die Nacht, desto schlechter die Überlebenschancen. Und dieses Mal so wirklich, weil hier gibt es 10 Animatronics. Eigentlich 11 mit der Puppet. Da hast du schon ordentlich was zu tun. Okay, zieh auf die Scheiße.
Oh, hey und ah, Balloon Boy! Geh aus dem Weg, geh weg! Mangle in der Mitte, wir haben 2 Uhr. Wir haben Bonnie Ear. Flashlight, ich muss flashen. Irgendwann hat man das einfach raus, wenn man die Sounds hört. Das ist wie Muscle Memory, einfach nur mit dem Gehör. Foxy anleuchten, Foxy anleuchten, hallo. Oh, der hat mich rausgerissen! Damn! Zum Glück hatte ich gute Reaction Time. Ich habe 4 Uhr nur noch einen Flashlight-Balken. Das gefällt mir nicht. Oh nein, das gefällt mir gar nicht. Flash, 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 Flash. Ey, wir sind auf 5 Uhr. Come on. Auch wenn ich gerne häufiger das Spiel... Oh Gott, jetzt blinkt das Ding oben links auch schon. Mein Flashlight ist über am Blinken. Oh oh. Oh, Flashlight komplett leer fast, aber wir haben es geschafft. 5 Nächte. Heißt, wir haben jetzt insgesamt schon 12 Nächte überlebt. FNAF 1 7 Stück und hier 5. Aber es geht noch weiter. Okay, weiter geht's. 6. Nacht, wir sind noch nicht fertig. Spätestens beim 1020 hört es dann auf. Es ist 2 Uhr und beim Flashlight ist noch nichts weg. Das ist gut. Ich bin sparsam. Wir sind eh nur Chica, von dem her. Pff. Wow, wow. Golden Freddy? What? Ist er nicht überselten, dass es spawnt? Ich glaube, das ist überselten, dass Golden Freddy spawnt. Damn, okay, das ist... Hat mich gerade ein bisschen erschreckt, weil ich wusste nicht genau, ob ich es richtig gemacht habe, mit ihn abzuwehren. Also ob ich da einfach kurz Maske... Also anscheinend war es ja richtig. Hätte aber auch böse enden können. Jetzt fickt mich die Musikbox, glaube ich. Oder Foxy, einer von beiden. Sehr gut. Scheiße, die Musikbox... Nein! Nein, 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 die Musikbox... Nein! Ja, das war's. Mann! Die Musikbox und Balloon Boy, beides auf einmal. Oh, Mann! Ich hasse dieses Scheißkind. Komm her, Foxy. Ich mach auf. Ich mach Scheiß Balloon Boy, Bro. Was ist mit ihm? Egal, weiter zu FNAF 3. Und wie wir in FNAF 3 wissen, ist in der ersten Nacht niemand im Gebäude. Heißt, ich werde euch die erste Nacht cutten und wir sehen uns dann direkt in der zweiten Nacht wieder. Easy. Ich habe nichts gemacht, aber habe gewonnen. So, Nacht Nummer 2, die erste richtige Nacht in FNAF 3. Ich bin gespannt. Wir könnten böse aufs Maul direkt bekommen, weil auch FNAF 3 sehr RNG-random ist. So, wo ist der Süße? Da steht er. Geh direkt zurück nach Cam 9. Und das Ding machen wir direkt zu. Hier einfach mal, damit wir einen zu haben. Wenn ich mich noch richtig erinnere, dann müsste man das so gut spielen können. In den ersten paar Nächten zumindest auf Cam 9 behalten. Das hier zumachen. Und dann einfach hoffen und beten, dass er nicht den Vent hier runter speedet, weil das ist dann ist over. Oh, hello. Er ist weg, komm zurück. Scheiße, er kommt nicht zurück. Da steht er. Fuck, 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 fuck. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Okay, da ist er wieder. Wo ist er hin? Da ist er, da. Komm zurück, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Puh, okay. Er hat nicht runtergespeedet. Deswegen ist es schlau, das hier zuzumachen, weil wenn er einmal hier drin ist und das offen ist, ist er direkt bei dir. Schon wieder. Lernst du nicht, dass das da zu ist? Das geht nicht einfach aus Zufall wieder aus Magie. Da passiert nichts Magisches, dass es plötzlich aufgeht, weil du bitte sagst oder so. Mach irgendwas, was dich ins Schwitzen bringt. Steh nicht nur so dumm rum. Enttäuschen, Springtrap. Einfach nur enttäuschen. So, Nacht Nummer 3. Jetzt haben wir ihn wieder da, wo wir ihn haben wollen. Ich glaube aber, ab nächster Nacht müssen wir die Strat ein bisschen anpassen, weil dann ist er ein bisschen aktiver. Oh, ich habe Audio-Error. Oh, oh. Jetzt darf er nicht in Camp 10 gehen. Bitte geh nicht nach Camp 10, Bro. Puh. Ich hatte gerade kurz Angst, er wäre in Camp 14. Okay, der Vent ist zu. Da kommt er nicht durch. Sehr gut. Okay, gut, 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 gut. Nein! Double-Error. Oh, das dauert so lange jetzt. Oh, er läuft, er läuft, er läuft. Ja, er läuft. Oh Gott, er ist noch da? Er ist ja nirgendwo hin. What? Wäre es nicht theoretisch schlau, ihn einfach in Camp 10 zu behalten? Wenn du den Vent dazu machst, kann er eh nirgendwo hin, oder? 10 macht viel mehr Sinn. Komm mal zurück, Compadre. Er kommt nicht, er reagiert nicht auf die Audios. Was ist das denn auf einmal? Oh nein. Fuck. Jetzt kann sich gejinxt haben. Okay, der war meins. Ich habe nämlich im Gefühl gehabt, dass er vielleicht in Camp 10 reingeht und dann den Schacht runter. Aber alles okay. So, Nacht Nummer 4. Und ich glaube, jetzt könnte er schon sehr aggressiv werden. Habe ich da bei Nacht 3 auch schon gesagt, aber bei Nacht 4 meine ich, was ich sage. Ich würde ihn eigentlich gerne wieder nach oben bekommen, weil... Ja, wobei, nee, ich lasse ihn jetzt in dem Bereich. So im 7er, 6er Bereich. Weil der Schacht hier ist eh zu und von hier kann man ihn nach 2 weglocken. Das ist nicht gut. Er ist mir ein bisschen zu nah dafür. Er könnte durch Camp 5 und dann direkt vor meine Fresse gehen. Jetzt brauche ich ein Audio, um ihn wieder in 7 reinzulocken. Sehr gut.
Okay, wir haben ihn wieder da, wo wir ihn haben. Wo ist er? Ah, hier, die Hand. Oh, er läuft. Okay, er ist 6. Puh, gut. Er kommt nicht vom Fleck. Er ist nicht so aggressiv, wie ich gedacht hätte. Ich dachte, bei FNAF 3 wäre das Zeug ein bisschen aggressiver. Aber nein, anscheinend nicht. Wo ist er hin? Er ist weg. Wohin aber? Wo ist er hin? Wie ist er dahin? Hi. Wie ist er in Camp 2 so schnell? Er ist da hinten. Fuck. Damn. Dass er am Ende nochmal so weit gekommen ist, ist krass. Aber gut, wir haben es geschafft. Okay, Nacht Nummer 5. Wir haben bis jetzt in allen Games alle 5 Nächte geschafft. Heißt, die Main Story haben wir durch. Oh mein Gott. Da ist eine Shadow Bonnie-Figur. Ach, da ist er. Okay. Oh nein, ich glaube, ich habe Igor reingejoked. Fuck. Ich muss Audio erst machen. Fuck. Bitte poker ich richtig. Scheiße. Nein! Was? Wo ist er durchgegangen? Camp 2! Nein! Ey, ich hab's so gejinxt, wo ich gesagt habe, bis jetzt haben wir alle 5, in allen Games alle 5 Nächte überlebt. Egal. Escape, auf zu FNAF 4. So, da wären wir. Five Nights at Freddy's 4. Das wohl gruseligste Spiel der ganzen Reihe. Und ich habe jetzt schon gar keinen Bock, mich einzuscheißen. Das ist auch das Game, mit dem, wo ich die wenigsten Spielstunden habe, weil ich es einfach übercreepy finde. Diese Jumpscares sind einfach schlimm. Nacht Nummer 1. Und ich muss sagen, der Screen ist schon geil. Da gibt es auch viele Easter Eggs in dem Screen. Doch ich glaube, die Tipps können wir wegmachen. Wir wissen ja, wie es funktioniert. Wir müssen zu den Türen hinrennen. Und dann können wir entweder mit Control oder mit Steuerung das Flashlight benutzen oder mit Shift die Tür zumachen. Je nachdem, ob wir atmen hören oder nicht. Wenn wir atmen hören, Tür zu. Wenn nicht, Licht. Aber warte, Freddy Boop. Hier ist wie in den meisten ersten Nächten nicht allzu viel los. Vor allem nicht in den frühen Stunden. So. Ja, hier ist noch nichts los. Aber es ist ja auch erst 1 Uhr. Ich glaube, die Dinger sind noch nicht mal gespawnt um die Uhrzeit, aber... Pff. Oh, da war Isaac! Nein! Oh, man sieht's doch hier! So ein Krankenhausding mit so Salz... Kochsalzlösung. Kochsalz? Was laber ich? Irgendwie eine Lösung, die sie in deinen Dings hier reinmachen, deine Arme. Ah! Was?! Hä? Wie ist das denn passiert? Das habe ich noch nie gesehen. In Nacht 1 von Foxy? Um 1 Uhr morgens? Ohne Sound? Okay, whatever. Das ist hart. What the fuck? Aber okay, Sister Location it is. So, Sister Location. Let's go. New game. Okay. Press the blue button on the elevated keypad to your left. No Ballora. A controlled shock. A controlled Maybe shock. That will put with a controlled shock. Abu! Kann es sein, dass man in Sister Location hier am Anfang überhaupt gar nicht sterben kann? Please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow. Okay. Das habe ich nicht in Erinnerung. Was ist das? Under the desk. Boom. Moin, hier bin ich. Nein. Wenn es einmal nicht geklappt hat, funktioniert es auch kein zweites Mal. Hört auf. Stopp. Ey, das Ding ist fast offen. Mach zu! Hör auf. Mach zu den Aal. Hallo! Hey! Oh mein Gott. Junge. Oh, das war... stressful? Please return to the primary control module. Okay. Oh, durch den Schacht sind die Viecher gerade gecrawlt und ich crawl jetzt hier durch. Hey, Hona! Lässt er mich auch noch alleine, Alter. Der so, Ballora, my dear lady. It seems you're this fucking guy. Bum, 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 bum. Ah.
Oh, ich glaube, in dem Raum da vorne werde ich so draufgehen. Das ist ein schwerer Abschnitt, glaube ich. Ich bin noch hier. Hallo, lass mich rein. Hallo, ich bin bei der Tür. Ah, okay. Motion trigger breaker room. Oh nee, das ist das. You may now interface with the breaker control box. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. Ich werde hier sowas von draufgehen, das sage ich jetzt schon. Das konnte ich noch nie. Ich habe immer mindestens 5 Tries oder so gebraucht bei dem Scheiß. Ich habe das noch nie verstanden. Ich kaufe dem Danger-Level oben rechts nicht ab, dass es grün ist. Komm, wir machen nochmal. Ah. Oh mein Gott, das geht instant hoch. Kann das mal grün werden? Alter. Es ist grün. Wow, 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 wow. Das Ding ist riesig. Und es klingt riesig auch. Go back to your stage. Everything's okay, man. Ah! Wann weiß ich, wann er da ist und wann nicht? Wie weiß ich, wie ich das durchziehen muss hier? Bruder, es war grün! Ich hab's gesagt. Ich werde hier sterben. Ich kann das nicht. Wie funktioniert der Scheiß? Ich habe nicht mal ein Ding aufgezogen bekommen. Okay, weiter geht's. Okay, kurzer Fakt, bevor wir hier anfangen. Ich habe noch nie Pizzeria Simulator gespielt. Ich habe keine einzige Spielminute. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Klar, ich kenne das Game vom Gucken und so. Ich weiß, was da abgeht. Aber ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Wow, wow, wow. Was ist jetzt? Alter. Hey. What the fuck? Ich glaube, mein Spiel ist kaputt. Ich glaube, das ist das falsche Game. Nevermind, richtiges Game. What the fuck, Bro? Oh, okay. Was? Begin tape. Leaving dead space. 3, 2, 1. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Oh, das gefällt mir gar nicht. Document results. Document begin results? Begin audio prompt in 3, 2, 1. No. Boah, ich hasse sowas, ne? Ich hasse sowas. Document results. No. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Mm-mm. Off. Document results. No. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Oh! Piss dich! Alter, what the fuck? Okay, what the fuck? Ich kaufe jetzt hier Sachen für mein Resto Liability Risk 1. Aber Entertainment, damn! Ja komm, paar Teller, why not? Das sieht doch chillig aus. Okay, wenn ich jetzt Blueprint Mode gehe, kann ich mein Zeug platzieren? Ah, finished. Okay, und jetzt? Your restaurant is now officially open. Awesome! That doesn't mean your job is finished, however. You have a lot of work to do. Oh, while no. Patrons eat their pizza in the other room. If you feel that something might be in the vents, you have a few tools at your disposal to protect yourself. Was soll denn in den Vents sein? You can shut off your terminal and the ventilation system at any time. Keep in mind, however, that you can only have one Was ist das denn? Given time. Stop! Now get to it. Simply log off when you've completed your tasks for the day. And you can go get some coffee. Ich verstehe gar nichts, was hier gerade passiert. Motion scanning? Wofür? Sag nicht, aus den Löchern hier kommen die raus. Bro, ich check ja mal so gar nichts, was hier abgeht, ne? Ich will nicht herausfordern, dass hier irgendwas rausgejumpt kommt. Was passiert, wenn es zu warm wird? Motion Detector, aber da ist ja nichts. Oder wo sehe ich denn, wo was ist? Boah, ich bin ehrlich, ich glaube, ich verstehe das Spiel nicht. Also, ich muss hier diese Tasks machen. Ist ja wie Among Us. Aber was ist denn der Rest hier? Wie weiß ich, wann die da sind? Hör ich die? Wer baut auch sein Office hier mit Schächten, die kaputt sind? Warum sollte man das Office hier bauen? Gibt es hier eine Nase, die man honken kann? Ja! Ich mache einfach die Tasks. Ich habe das Gefühl, ich mache hier irgendwas falsch. Oh, ganz schön schwitzig. Ja, 82 Grad ist crazy. Achso, wahrscheinlich Fahrenheit, ne? Log off. Great job. It looks like you're getting the hang of this.
Now let's just focus on getting you through your first week. Was jetzt? Congratulations on completing your first week. Nein, nicht so wieder so However, Scheiße. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Keine Ahnung. Proceed? Salvage? Klingt gut. You have chosen to proceed with the maintenance checklist. Das war sowas von Remember, falsch. Remember, begin audio prompt in 3, 2, 1. Oh, nicht so wieder so eine Audio-Kacke, Bro. Document results. No. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Er hat sich bewegt. Ich guck nochmal. Document results. Begin audio nee. Prompt in 3. Hat er sich bewegt? 1. Document results. Begin. War das richtig? Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Das gefällt mir absolut gar nicht. Der sieht so hässlich aus, Bro. What the fuck? Well bewegt done. Sich oder nicht? End tape. Thanks for letting me join the party. I'll try not to disappoint. Nee, hab ich den gerade ins Gebäude gelassen? Bin ich jetzt wieder in diesem scheiß Loch in diesem Office? Bitte nicht. Oh, nee. Mach direkt hier den wieder an. Wir wissen wo... Oh, da war was. Hier oben war was. Alter, ist richtig rot, wenn es warm wird. Hallo? Junge, was ist hier los? Ich gucke hier in ein schwarzes Loch und ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Da war wieder links was im Vent. Bin auch ein bisschen verwirrt. Ich check nicht ganz, was in dem Vent jetzt ist. Ob das dieser Typ ist, den ich da reingelassen habe, weil ich irgendwas gedrückt habe. Jetzt bewegt er sich nicht mehr. Okay. Aber es scheint zu funktionieren. Ich weiß nicht, was ich mache, aber es, was ich mache, scheint zu funktionieren. Da war wieder was. Habe ich alles? Ich habe alles, oder? Boah, aber das Prinzip gefällt mir gar nicht. Nein, nicht schon wieder. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. Weißt du was, komm. Wir nehmen ihn. Scheiß drauf, wir nehmen ihn. Wir lassen ihn auch rein. Der hat sich schon bewegt. Document results. Ja, no, yes, begin und unsure. Audio prompt in 3. Warum lächelt er so dumm auf einmal? Hör mal, ey. William, lass es. Document results. Ja, keine Ahnung. No. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Diese Sounds, wer denkt sich sowas aus, Junge? Document results. So. I always come back. Bin ich jetzt, zählt das jetzt als tot oder nicht? Zählt das als tot? Ich würde jetzt mal nicht als tot zählen, weil ich bin ja weitergekommen im Spiel. Ich wurde ja nicht zurückgesetzt. Heißt, tot bin ich ja nicht. Wir machen mal weiter. Ach komm, finished. Keine Ahnung. Bring mich wieder in dieses dreckige Office. Ich glaube, wir haben jetzt aber zwei Gegner, ne? Weil dieser eine Dude, der mich gejumpscared hat, jetzt hier frei rumläuft. Wow! Floß, Floss, Floß, Glossy, Floss. Wow, wow, wow! Warte, ist es vor... Ist es vor mir oder hinter mir? Oh Gott! You may not wow! Was war denn das jetzt? Nee, mach das. Jetzt kommen sie von beiden Seiten. Oh, ich mache immer das Ding an, wenn er da ist. Egal, passt schon. Bleib ruhig an.
That was easier than I thought it would be. Holy fuck, Junge.